Ansporn und Motivation auf dem Weg nach Pyeongchang. Der SC Berlin verabschiedete die eislaufenden Olympiafahrer standesgemäß, ja wo, auf dem Eis, wo sonst? Ich denke, als allererstes ist es überhaupt ein kleines Wunder, dass wir es geschafft haben, zu Olympia zu kommen in der kurzen Zeit. Und wir wollen einfach nur die Zeit genießen, unser Bestes geben und Spaß haben. Und dem Einzelstarter und deutschen Meister Paul Fens. Und damit Bühne frei für die möglicherweise Olympiastarter von morgen oder übermorgen. Die Vereinsmeisterschaften des SC Berlin boten einen Überblick über die beachtliche Leistungsstärke der jungen Kufenkünstler. Technische Schwierigkeiten, Ausdrucksstärke, das Harmonieren von Bewegung und Musik, all das gab es zu bestaunen im Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen. Mein erster Sprung war ein bisschen vermasselt, obwohl ich ihn ganz richtig gut kann, aber es hat Spaß gemacht. Ja, es ist immer wieder spannend. Wir sind ja oft hier mit den Kindern und es ist immer wieder ein Erlebnis. Ein Erlebnis, auf die kleinen Wochen, ja monatelang im harten Training Tag für Tag hingearbeitet haben, vereint in ihrer Liebe zum Eiskunstlaufsport, dem einen großen Ziel Olympia. Ja, ich würde gerne mal da teilnehmen wollen. Gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist für jeden ein Traum, bei Olympia mitzumachen. Naja, vielleicht sehen wir ja die kleinen Sieger vom SC Berlin irgendwann auf der großen olympischen Bühne wieder.